Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Jetzt ist noch eine Woche Ferien und ab Samstag geht ja schon die Einschulung los für die ganz neuen Kleinen, die jetzt in die Schule kommen und sich ihr Leben jetzt langsam mit Rüstzeug füllen können. Das Wetter hat natürlich die Ferienkinder nicht im Stich gelassen. Wie gesagt, wir haben noch eine Woche Ferien und auch wenn es ein bisschen weniger, also nicht mehr ganz so heiß wird, ist es trotzdem noch Sommerwetter. Wir haben noch ein bisschen Sommer, Sonne, Sonnenschein und das Schwimmbad hat ja auch noch geöffnet. Jo, weil wir gerade beim Schwimmbad waren, das war ja wie immer gut gefüllt gewesen und am Samstag wieder mal so richtig, denn nach dem Baum- und Borke-Festival war es ja noch nicht Schluss, kam noch das klassische Konzert mit der Borgheider Kultband Kurzschluss und DJ Detlef. Bilder und auch Videos dazu findet ihr natürlich auf unserer Facebook-Seite von Borgheide News beziehungsweise auf dem vom Waldbad Borgheide, da natürlich auch dort Bilder. Und auch das Video verlinkt man nochmal hier unten drunter auf unserem Kanal und zu dem Waldbad-Kanal. Die haben ja einen eigenen Kanal und dort läuft auch das Video von der Band Kurzschluss. Ja, Kurzschluss ist bei mir jetzt auch zu Hause hier, wie ihr da sehen könnt. Ja, die haben jetzt einen Ehrenplatz gekriegt mit Unterschrift. Natürlich bin ich ja ganz stolz drauf, dass ich das letzte Plakat abgegriffen habe. Aber wie gesagt, ein Glück. Bleibt bei mir hier hängen jetzt. Das wird immer ein Ehrenplatz behalten. Es war ja an diesem Wochenende so richtig überall wieder mal was los, wie immer. Also in Fichtenwalde war eine Dankeschön-Veranstaltung für die Feuerwehr, für den Brand eben. In Borgheide gab es Freibier und freien Eintritt für die Feuerwehrleute. Und selbst in Borgwalde war zeitgleich ein Feuerwehrfest gewesen mit Musik und dergleichen mehr. Und trotzdem war das Waldbad rappelvoll. Und weil das noch nicht gereicht hat, war gleich noch mehr los gewesen, zum Beispiel im Hotel Fliegerheim. Dort war mal wieder Sunday Lunch gewesen. Diesmal hat dort gespielt die Skiffle und Jug Band Searching in the Roots. In the Roots, ja, zurück zu den Wurzeln. Skiffle und Jug Band, ich nehme mal an, ich habe es richtig gesprochen. Gitarre, Kazoo, Mandoline, Banjo, Kistenbass, Geige, singende Säge, Waschbrett und Gesang. Ja, Waschbrettbauch habe ich auch versteckt unter meinem wärmenden Überbauch. Das nächste Sunday Lunch findet übrigens am 9.9.2018 statt und zwar mit Chris Reinhardt und Felix Dubiel, Duo Saxophon und Piano. Und anmelden natürlich nicht vergessen. So, dann möchte ich natürlich auch noch schnell die nächste Gesundheitswoche ankündigen und die findet nämlich, wie ihr sehen könnt, auch vom 8.9. bis 16.9. statt. Genaues bringen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt, da wir den Macher-Mitmacher dazu nochmal, den Stefan, nochmal persönlich interviewen möchten. So, nun geht's gleich weiter, jetzt mit Sport. Wir landen jetzt mal bei der DLRG, ja, das ist natürlich auch Sport, was sie machen, nicht nur ehrenamtlich, sondern so richtig für alle Menschen. Und zwar war das Sommercamp im Waldbad Borgheide gewesen, unter der Leitung von Janine Kaiser und Sandra Albertiuk-Skambrax fand das diesjährige DLRG-Camp im Waldbad Borgheide statt. Neben diversen Übungseinheiten rund um das Wasser bis hin zum Flutlichttraining sollte auch der Spaß nicht zu kurz kommen. In einer Berliner Schokoladenmanufaktur, ihr könnt es hier sehen, konnten pro Kind 2 Tafeln Schokolade mit jeweils 3 zusätzlichen Zutaten kreiert werden. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Grillabend mit den Eltern der Kinder im Camp auf dem Gelände des Waldbades. Die DLRG bedankt sich natürlich an das Team vom Waldbad und für die Unterstützer und sie freuen und für die Unterstützung natürlich und sie freuen sich auf das nächste Jahr. Unter anderem fand allerdings auch für das DLRG das 28. traditionelle Brückenschwimmen in Brandenburg an der Havel statt. Dort waren über 200 Teilnehmer und die Kerstin Borchert, wie ihr hier im Bild sehen könnt, hat den 20. Platz mit 25 Minuten 8 Sekunden erreicht und die Loriane Heinze den 44. Platz mit 31,55 Minuten.
Und weil das noch nicht reicht, Potsdamer Inselschwimmen, da hat Mathilda Braun bei den Kindern bis 12 Jahren den 9. Platz mit 11 Minuten, 16,4 Sekunden die 400 Meter durchschwommen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch den dreien. Das ist richtig toll. Ich möchte da eigentlich bei 200 Schwimmern, bekommt man ganz schön ins Schwitzen, oder? Da sind die alle so eng. Aber wie gesagt, Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich unterwegs bin. Muss ich mal testen. Okay, weiter geht's mit dem Sport. Auch nach dem Kurzschlusswochenende war am Sonntag bei schönen sommerlichen Temperaturen Fußball angesagt in Borkheide. Wir haben es ja angekündigt, denn auch dort haben wir natürlich schöne Informationen und ein paar Bilderchen für euch, die wir hier im Anschluss natürlich mit zeigen werden. Diesmal kommt also diesmal vom ersten Pokalspiel der neuen Borkheider Männermannschaft. Bei bestem Sommerwetter hat die Borkheider Männermannschaft lieber noch nicht gezeigt, was alles so in ihnen steckt. Ich habe natürlich hier auch einen wunderschönen Spielbericht, den möchte ich euch nochmal so richtig zu Info bringen. Das erste Pflichtspiel der Männermannschaft des BSV 90 im Kreispokal endete verdient 0 zu 8 gegen den SV Alemannia 49 Vorde. Nach nun fast 6 Jahren ohne Männermannschaft bei dem Borkheider SV stand am 12.08. 15 Uhr das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Im Kreispokal Havelland hieß der Gegner der ersten Pokalrunde SV Alemannia 49 Vorde, welche in der vergangenen Saison den 10. Platz in der Kreisoberliga belegte. Die Partie auf dem heimischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz wurde von Schiedsrichter Dennis Lähme geleitet und von ungefähr 75 Zuschauern besucht. In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften zunächst noch ab. Torschancen gab es auf beiden Seiten, wobei Vorde mehr Spielanteil hatte und zunehmend das Spiel gestaltete. In der 13. Minute schoss Tino Exner nur knapp über das gegnerische Tor. Der Schuss in der 20. Minute von Seger konnte durch eine gute Parade abgewehrt werden. 5 Minuten später fiel dann das 0 zu 1 durch Mangelsdorf, welcher eine schnell ausgeführte Ecke und eine Flanke in das Zentrum des Strafraums einköpfte. Die Borkheider Hintermannschaft hat hierbei komplett geschlafen. In der 33. Minute landete ein missglückter Abstoß direkt in den Beinen eines Angreifers von Vorde. Dieser legte den Ball quer auf Zimmermann, 0 zu 2. 5 Minuten später fiel das 0 zu 3 durch Rolf. 2 Torschüsse konnten zwar abgewehrt, jedoch nicht entscheidend geklärt werden. Zur Halbzeit stand es also 0 zu 3 für Alemannia Vorde. Trotz des Spielstandes zeigte der BSV 90 eine gute erste Hälfte, konnte sich allerdings bei einigen sehr guten Möglichkeiten nicht belohnen. Nach 10 gespielten Minuten zeigte Dennis Lähme auf den Punkt. Ein fragwürdiger Elfmeter, welcher durch Wese zum 0 zu 4 führte. In der 65. Minute war es dann Zimmermann, der ein großes Durcheinander im Strafraum nutzte und zum 0 zu 5 einschob. 9 Minuten später war es wieder Zimmermann, der nach einer Hereingabe den Ball am zweiten Pfosten nur noch über die Linie drücken musste. 0 zu 6. Nur 3 Minuten später konterte Alemannia Vorde und belohnte sich mit 0 zu 7, wobei Zimmermann sein 4. Tor markierte. In der 90. Minute gab es noch einmal Freistoß aus zentraler Position. Direkt am 16er Weser führte aus, der noch abgefälschte Ball erwischte den BSV-Keeper auf dem falschen Fuß. Im Anschluss ertönte der Schlusspfiff. Der SV Alemannia 49 Vorde gewann verdient mit 0 zu 8 gegen den Borkheider SV 90 und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Am 19.08. um 15 Uhr folgt das erste Auswärtsspiel in der zweiten Kreisklasse gegen den SG Grün-Weiß Kleinkreuz. Ja, da darf man natürlich nicht vergessen, dass der SV Alemannia Vorde 3 Spielklassen über Borkheide spielt und die junge Mannschaft sich erst noch finden muss. So, vielen Dank für den Spielbericht. Der kam von Lukas Rütz. Top, dass du mir den noch rechtzeitig rüberschicken konntest. Jetzt sind wir eigentlich schon fast durch. Kommen wir jetzt zum Wetter. Der liebe Matze steht heute mal nicht als Wetterkönigin zur Verfügung, da er in den Fängen des deutschen Gesundheitssystems verloren gegangen ist. Deshalb habe ich mir es zur Aufgabe gemacht, euch die Sonne vorher zu sagen. Ah, er ist doch da. Okay, dann hier das Wetter. Matze, bitteschön. Ja, hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Heute sende ich das Wetter mal von der heimischen Terrasse. Ganz ungewohnt, muss auch mal sein. Ganz knapp noch geschafft am Montag, weil ich mich den ganzen Tag mit meinem Sohn im Krankenhaus rumgetrieben habe und die dort organisatorisch so fit waren, dass wir dort 6 Stunden für 2 Unterschriften verbracht haben. Da ist man am Durchdrehen. Ja, egal.
Wie wir hier sehen, es gab schon Blitz und Donner am Wochenende und das auch noch mitten ins Camp der DLRG, aber auch da sind wir im Waldbad vorbereitet. Ruckzuck wird das Camp geräumt, alle gehen in den Vereinsraum, bis das Gewitter vorbei ist. Passt wunderbar, keiner hat Probleme, auch die Eltern können sich dort bei uns im Waldbad mit ihren Kindern sicher fühlen, auch wenn sie die Kinder dort alleine lassen. Auch dort haben wir gemerkt, dass die Nächte mittlerweile ganz schön kalt werden und wenn man früh morgens rauskommt, ist es auch dann nicht mehr so angenehm, wobei heute Montag entschädigt uns schon wieder mit satten 30 Grad. Die Sonne hat sich gerade ein bisschen verabschiedet, bleibt sie den nächsten Tag auch uns nicht ganz so treu, aber am Donnerstag kommt es dann gleich mit 31 Grad wieder und auch das Wochenende vermutlich mit 4 bis 25 Grad wird ganz angenehm werden. Ja, auch die Perseiden hatten wir und da war auch das Wetter passend dazu, weil wir ganz klare Nächte hatten. Mit der DLRG und den Kindern haben wir abends auch mindestens 13 Sternschnuppen gezählt, also das konnte man auch schon mal schön beobachten. Kommende Woche, wie gesagt, es bleibt sonnig, es wird ein bisschen durchwachsener durch ein kleines Tiefdruckgebiet, was da durchzieht, wo man auch sagt, Richtung Osten könnte es ein bisschen windiger werden. Lassen wir uns überraschen. Jo. Und wie immer, wenn man im Waldbad sitzt, ach, wurde ich eben angesprochen, dass, da ist er übrigens wieder, guck mal. Der Mann von der Feuershow wird mittlerweile schon im Waldbad angesprochen, ob er nicht das ist, der immer in irgendwelchen komischen Wettervideos rumgeistert. Naja, da wird es wohl so sein, ne? Tschüss von hier erstmal, schöne Woche, euer Matze. Ja, vielen Dank, lieber Matze. Hast du natürlich schön gesagt, aber das glaube ich dir noch nicht, dass hier Dienstag, Mittwoch schlechtes Wetter oder keine Sonne scheint. Das gucken wir uns erstmal genauer an, denn hier in Borkheide scheint eigentlich immer die Sonne. So, das soll es jetzt mal wieder so richtig gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir haben viele, viele Informationen. Ich wünsche den Schulanfängern am Samstag einen wunderschönen Schulanfang und allen anderen wünsche ich natürlich eine schöne Restferienwoche und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Montag und tschüss, wie immer, euer Lutze.